Tja, nächste Woche ist wieder Karneval und bei Phänomenen wie Karneval, Ballermann oder Après-Ski, da heißt es ja aus dem Bildungsbürgertum immer sofort, das ist doch total niveaulos. Aber stimmt das wirklich? Ja, ich muss mir solche Fragen stellen. Meine Eltern sind nämlich Intellektuelle. Ja, vielen Dank für die spontane Betroffenheit. Mein Vater hat mir schon als Kind erklärt, dass manche Phänomene halt nur scheinbar primitiv sind. Und dann stand er mit mir im Museum Ludwig vor so einem Haufen kaputter Stühle und so, nun mein Sohn, was fällt dir dazu ein? Sperrmüll? Gottes Willen, das ist von Joseph Beuys. Ja gut, von wem der Sperrmüll ist, weiß ich natürlich nicht. Tja, dann hat er mir 2 Stunden lang erklärt, dass man immer nach dem Sinn hinter den Phänomenen suchen muss, nach der 2. Ebene. Ja, gut, 10 Jahre später hatte ich dann die sprachlichen Mittel parat, um mich zu rächen. Habe gesagt, du Papa, sag mal, kennst du eigentlich das Lied 20 Zentimeter von Möhre? Nein, das sagt mir im Moment gar nichts. Tja, da muss man nur nach dem Sinn dahinter suchen. Nach der 2. Ebene. Kennt jemand das Lied 20 Zentimeter von Möhre? Na, jetzt traut sich wieder keiner zuzugeben. Na, hören wir doch mal bitte rein. 20 Zentimeter. Lieber Papa, dieses Versepos von Möhre, einer der führenden Lyrikerinnen unserer Zeit, ist eindeutig der Epoche des Ballermann zuzuordnen. Die bittere Enttäuschung des lyrischen Ichs über die Penisgröße des kleinwüchsigen Peters steht im Mittelpunkt dieser bitterbösen Polemik. Aus dem schmerzvoll erfahrenen Kontrast zwischen gesellschaftlichen Erfahrungswerten in der Kürze liegt die Würze und dem subjektivistischen Ich mag es lang und dick bezieht das Gedicht seine ebenso substanzielle wie gleichsam subtile Grundspannung. Die poetische Durchschlagskraft dieser lyrischen Anklageschrift offenbart sich auch, wenn die Autorin auf dick das Reimwort fick radikal verweigert. So enttäuscht Möhre die Erwartung des Rezipienten, ebenso wie sie selbst von Peters Penisgröße enttäuscht wurde. Eine richtungsweisend geniale Analogie. Das Stilmittel der assoziativen Reimverweigerung wurde bereits in den späten 70er Jahren von einem Vorläufer der Ballermann-Bewegung wiederentdeckt. Gottlieb Wendehals. Jetzt geht es los mit ganz großen Schritten. Und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Das Stilmittel der assoziativen Reimverweigerung gilt seit etwa 2003 als eines der zentralen Stilelemente des postmusikalischen Ballermannismus. So auch bei einem der ganz Großen der Epoche, Mickey Krause. 10 nackte Friseusen mit richtig feuchten Haaren. Es gibt 50.000 Hasen, die wollen mir alle einen erzählen. Dasselbe Stilprinzip finden wir auch bei der Kölner Lyrikergruppe Der Räuber. Ein Name, der sich wohl auf das gleichnamige Drama von Friedrich von Schiller bezieht. Am Eigelstein ist Musik, am Eigelstein ist Tanz. Da packt der dicke Rita den Fridolin, am Eigelstein ist Musik. Hier wurde das Reimwort nicht nur ausgetauscht, sondern radikal entfernt.
So erscheint anstelle des Schwanzes ein lyrisches Loch. Das betroffen macht. Aber auch der Ballermann bezieht sich immer nur auf den Urvater der assoziativen Reimverweigerung, Johann Wolfgang von Goethe. In Faust I verweigert er auf den Satz, vom Eise befreit sind Bäche und Wälder durch des Frühlings holden belebenden Blick. Das Wort Fick ebenso wie Möhre, gut 200 Jahre danach. Aber zurück zu den 20 Zentimetern. Finde ich schön, 20, wenn sie stehen. Wenn. Während sich die ersten 10 Zeilen ausschließlich mit der Länge und der Dicke des männlichen Genitals auseinandersetzten, bringt die Autorin erst hier, in der finalen 11. Zeile, auf subtilste Weise den sinnlich-sexuellen Aggregatzustand des besungenen Objektes ins sardonische Spiel. Doch was ist denn mit 16? Was ist oder wäre möglich mit 21? Mit diesen unausgesprochenen Fragen entlässt uns die Autorin gleichsam unter das ständig schwingende Damoklesschwert unserer unsicheren Existenz. Dankeschön.